Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es Iberico Drumsticks vom Gasgrill. Wie die gemacht wurden, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Wir brauchen zunächst einmal Drumsticks, das heißt Hähnchenunterkeulen. Dann brauchen wir natürlich eine Gewürzmischung. Ich verwende den Barbecue Fajita Rub von Hanse Gewürze. Der hat eine angenehme Schärfe und ist für Hähnchen sowie überhaupt für Geflügel sehr gut geeignet. Wo ihr diesen Rub kaufen könnt, schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Aber natürlich könnt ihr stattdessen auch würzen, womit ihr wollt. Als letzte Zutat habe ich hier noch ein paar Scheiben Iberico Bacon. Wenn ihr den nicht habt, tut es natürlich jeder andere Bacon, das heißt ganz normaler Frühstücksspeck genauso. Als erstes schneiden wir die Sehnen, so wie hier zu sehen, durch und entfernen dann die Haut und die Knorpel an der Keulenunterseite, so dass der Knochen dann frei liegt. Das sieht natürlich schön aus, vor allem aber zieht sich das Fleisch am oberen Ende der Keule beim Erhitzen dann zusammen und bleibt von innen schön saftig. Nachdem wir das mit allen Keulen gemacht haben, werden unsere Drumsticks gewürzt. Und zwar würzen wir als erstes direkt auf dem Fleisch, das heißt unter der zurückgezogenen Haut, wo wir nun den Rub von allen Seiten gut auftragen. Anschließend geben wir dann auch ringsherum auf die Hautseite noch etwas von dem Rub. Nun werden unsere Drumsticks noch mit Bacon umwickelt, so wie hier zu sehen. Und als Halter habe ich hier zwei von den wohlbekannten schwedischen Rippchenhaltern umfunktioniert, auf die ich die Drumsticks jetzt vorsichtig aufhänge. Das Ganze kommt jetzt hier in so eine Schale und dann geht es auch schon auf den Grill, der hier auf 200 Grad indirekte Hitze vorgeheizt ist. Unsere Drumsticks werden diesmal nicht glasiert, das heißt, wir verwenden keine Barbecue-Soße, Ahornsirup oder ähnliches, sondern ab und zu mit flüssiger Butter, in die ich etwas von dem Barbecue-Fajita-Rub eingerührt habe, eingepinselt. Beginnen tue ich damit nach einer Grillzeit von ca. 30 Minuten. Das Ganze wird zwischendurch noch einmal wiederholt. Und nach weiteren knapp 45 Minuten sind unsere Drumsticks fertig. Ja, und schaut sie euch an, die haben ordentlich Farbe bekommen und der Bacon ist schön kross geworden. Ja, und Drumsticks eignen sich ja, wie ihr wisst, für verschiedene Anlässe. Entweder nur als kleiner Snack, so wie hier zu sehen, mit ein bisschen Kräuterbaguette.
oder mit mehreren Beilagen dann auch als Hauptgericht. Und auch was die Zubereitung angeht, sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Variante hier mit dem Iberico-Bacon bzw. überhaupt mit Bacon hat uns gut gefallen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.